Ja, liebe Leute, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf dem Kanal, gemeinsam mit Kino. Grüß die Ziege. Ja, und heute tatsächlich eine ganz besonderes Best-of. Und zwar eines, welches ich selber erstellt habe. Das hört sich jetzt nicht so spektakulär an, aber ja, das Best-of ist aus dem Jahr 2014, Anfang 2015. Also knapp 10 Jahre tatsächlich. Sprich, da sind sehr viele alte Szenen dabei, teilweise Videos, also eigentlich sogar, glaube ich, nur mehr Videos, die gar nicht mehr auf dem Kanal existieren. Also wirklich von meiner ganzen Anfangszeit auf YouTube. Das Ganze geht 5 Minuten, ne? Und wir dachten uns so, komm, das ist ja eigentlich ein Reaction wert. Kurz, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Also ich habe einfach zuletzt meinen alten PC mal wieder gestartet, weil ich halt so alte Games zocken wollte, die nur auf dem PC gehen oder Laptop. Und dann habe ich halt in den Dokumenten, ne, sehr viele alte Videos von mir gefunden, ne? Also sogar der erste Part von Famarama ist da sogar drauf gewesen. Also das allererste Let's Play, was ich je gemacht habe, der erste Part. Was mega interessant ist. Also ich wusste gar nicht, dass es die Videos überhaupt noch gibt. Und ja, ich habe scheinbar damals ein Best-of erstellt. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Kino, bist du ready? Ich bin sowas von ready. Jetzt würde es mich interessieren, hast du 2014 YouTube eigentlich schon gemacht? Nein. Ach stimmt, du bist wann? 2018, glaube ich, oder irgendwann? 2019? 2019, ja. 2019? Mhm. Ja, das ist okay, also wie du angefangen hast, hatte ich schon, ist schon Zeitchen her. Ich meine, von den aktuellen Kollegen, die wir so haben, gibt es ja gar nicht so viele Leute, die länger dabei sind. Tuvas, glaube ich, der ist 2013 und Trölser, glaube ich, auch. Die beiden sind länger dabei als ich tatsächlich. Und wenn man vor allem bedenkt, was seitdem eigentlich alles auf YouTube passiert ist, damals noch die Abo-Grenze von 500 zur Monetarisierung und da brauchtest du damals gerade mal 10.000 Aufrufe oder so gesamt für die volle Monetarisierung. Das System später kam ja erst, glaube ich, zu 17 oder so. Nintendo damals hat alles noch gestrikt gefühlt, oder so Urheberrechtsstrikes. Da hat jedes Video einen Urheberrechtsstrike bei mir bekommen, weil ich halt Videos von weil es halt Nintendo-Sachen waren. Ja, so viel zur Vorgeschichte an der Stelle. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Und ich sage jetzt schon mal, es wird wahrscheinlich ein bisschen ordinärer werden, weil damals war ich halt jemand, der viel rumbeleidigt hat, bin ich ganz ehrlich. Wir werden es sehen, ja, werden sehen. Hundertprozentig, da kommt eine Beleidigung vor, hundertprozentig. Deswegen, falls ihr die nicht hören wollt, dann natürlich, das ist heute Meidner. Gut, also, starten wir. Aber sowas von. Gut, dann 3, 2, 1, los geht's. Ich habe jetzt schon Angst. Allein schon dieses Movie Maker Intro. So richtig lame. Leck mich! Ah! Auf eine Mine rein. Nein! Oh, deine Stimme damals noch, ey. Ja, das ist jetzt schon. Vor allem auch die Qualität von dem Sound und so. It's shot. Ja, Schnee. WTF? Wieso? Hä? Ich glaube, ich war einfach überrascht wegen Schnee. Ah! Da hofft auch nur ein Creeper hinter einem. Ja, what the fuck? Ja, thank you. Was ist das da für ein... Das Spiel war gemeint. Kennst du das? Nee. Mir sagt das auch nichts mehr. ich stehe da. Das ist geil, wo ich da stehe, oder? Was ist das für ein Spiel? Es sagt mir nichts. Der ist abgefackelt. Vielleicht für so ein Bowser-Spiel. Oder? Ist der abgefackelt? Abgefackelt. Ich glaube, das ist eine Sonne. Alter, ja, es ist eine Sonne. Nicht Sonnen geben. Nee. Ich höre auf mit dem Spiegel. Alter, Jan, du stehst im Weg, du. Jan, Maxi, Tina. Ja. Natürlich jetzt aber. Was? Der ist einfach runter. Das ist immer ich suche. Das ist gut. Ey, TK Online ist so ein Legendenspiel. Gleich zwei von den Arschlöchern. Erbis Config! Erbis 3! Was hast du gesagt? Das ist geil. Ich hab keine Ahnung. Er ist Config? Keine Ahnung. Und der verschießt. Hä? Elvis Config oder irgendwie sowas. Oder Config oder sowas. Ich hab Config. Du Dreckskind! Wahrscheinlich hast du komm, fick gesagt oder sowas. Spinnenreiter! 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 Wie groß ist die Chance, dass dein Spinnenreiter spawnt?
Da kommt der Akzent auch richtig schön durch. Los. Den hole ich mir jetzt. Den nehme ich mir jetzt ordentlich zur Brust. Ja, ja, ich habe ihn gekillt. Endlich wieder. Kill, nach langer Zeit. Elvis Cornfick. Den merke ich mir auf alle Fälle. Opfer. Scheiße, das war von mir jetzt schlecht. Die Stimme. Nein, ich könnte heulen. Wieso? Da war keiner hinter mir. Und jetzt kommt da wer und... Das ist die größte Verarsche. Minecraft wieder, okay. Also Spinne! Das kann wohl viel. Fuck, ich habe kein Herz mehr. Du stirbst, du hast nur ein Herz. Nein! Fail. Vor allem, was für ein tolles Haus. Ja, voll. Du Nutte! Oh, geil, ey. Und ich leg mich natürlich selber um. Nice, oder? Hätte ich irgendwer was anderes erwartet. Nein. Was ist das, Alter? The World Hardest Game ist das. Das war 2014 noch, wirklich. Alter, was? Oh. Und hier ist mein Opfer. Das geht nicht gut. Komm her. Also... Boah, ich könnte heulen! Ich könnte wirklich heulen! Ich weiß nicht, wie oft ich mich da jetzt schon umlege. Ich glaube, hier jetzt in den paar Parts, die ich gerade mal gemacht habe von Tanky, habe ich, glaube ich, keine Ahnung, schon 30 Mal umgelegt. Es ist einfach cool. Dieses Spiel, ich weiß nicht, was es ist. Nein! Du spast! Jetzt! Nein! 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 Okay, ich glaube, ich habe das Maul gekriegt. Asozial! Einfach nur asozial! Guter Cut, oder? Ja. Eine ganze Flotte! 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 Scheiße! Nicht ernsthaft. Doch ernsthaft. Und da ist es zu Ende. Oh mein Gott. Okay, ich bin jetzt aber mal wirklich ehrlich. Was ist dieses eine Planetenspiel? Ich versteh's doch nicht. Keine Ahnung. Boah, Alter, das war Elvis Quadfick, Alter. Den merke ich mir. Ich kenne Elvis Presley, aber den noch nicht. Den könnte ich mir so vorstellen, weil die so. Also das ist, könnte so ein Spruch sein, den könnte ich mir als Sticker hinten aufs Auto draufkleben. Ein Artikel so Atomkraft. Andere so schreiben ihren Instagram-Namen drauf oder Atomkraft, nein, nein. oder irgendwas anderes, weißt du, vielleicht noch ihr E-Auto hochloben, was hab ich da oben natürlich, Elvis Cornfick. Alter, also ehrlich gesagt bin ich gerade traurig, dass das nur 5 Minuten geht, oder nur 5 Minuten gerade gegangen ist. Ja, das hat ja schon eigentlich... Also rein angenommen, ich muss, glaube ich, den PC noch ein bisschen mehr auf den Kopf stellen. Vielleicht gibt es doch am besten noch, was länger geht. Oh, geil. Falls nicht, dann ist das, also ich würde das, also für mich persönlich ist das Kulturgut, ich sag's, wie es ist. Es sind einfach meine Zeiten von 2014 und 2015 teilweise. Und wie gesagt, von diesen Videos, es gibt keine mehr online. Also, das waren alles Videos, die mal online waren, die jetzt nicht mehr existieren. Also, erstens offiziell bei mir ist, glaube ich, Wii Sports Resorts Part 1. Im April oder im Mai 2015. Und ich habe halt davor schon von November, vom 25. November bis Februar, ich glaube Februar oder sowas, Februar, März so, habe ich dann relativ viel Minecraft und Tanky online gemacht. Und das, davor kam halt Farmarama, The World Hardest Game und scheinbar auch dieses Planetenshooter-Spiel, was auch immer das für ist. Falls irgendwer weiß, schreibt es bitte in die Kommentare, ich kenne das echt nicht. Kannst du auch mal Jan fragen, der sollte es wissen. Ach so, ja, nee, ich glaube, ich habe scheinbar, das stand 2 Jahren, aber das war kein Multiplayer-Ding, glaube ich. Ach so, ich dachte, das hättest du jetzt mit Jan gespielt. Sah jetzt nicht so aus. Nee, weil Jan wäre nicht so ruhig geblieben. Nie und nimmer. Der hat alles, was ich gesagt habe, schon kommentiert damals, weil ich nur Dummheiten gelabert habe.
Aber krass. Ja, ein paar Beleidigungen natürlich, war aber klar. Muss sein, ey. Ja, gefühlt früher war es ja sowieso dann bei Mario Kart Wii war es ja ganz am Peak, wo ich gefühlt bei jedem Item-Treffer rumbeleidigt habe. Bis zum geht nicht mehr teilweise. Aber ja, war lustig auf alle Fälle. Ja, und in dem Sinne ist das React natürlich schon vorbei. Also ist das Einzige, logischerweise. Ich habe nichts anderes gefunden. Ne? Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Kino, danke, dass du dabei warst. Auf jeden Fall, immer wieder gern. Das war schon lustig. Ja, und wir sehen uns zur nächsten Reaction, wann auch immer die kommen wird. Bis dahin, ciao, ciao. Grüß die Ziege, ciao, ciao.